Heute, wie ich mich morgens fertig mache, also wie ich mich morgens zum Beispiel schminke, und ja, ich sehe sehr müde aus, weil ich sehr müde bin. ja, ihr müsst euch nicht schminken, um euch schön fühlen zu müssen. Ich fühle mich einfach wohler mit Schminke, weil ich so müde aussehe. Und ja, ich habe mich jetzt hier in meine Weihnachtsecke gesetzt und los geht's. So, wir fangen dann mit Make-up an. Also, ich benutze einfach immer meine Finger. Das dürft ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, mit Pinseln. Ich finde, da geht immer so viel Farbe verloren. Und da ich so ein Sparfuchs bin, möchte ich nicht, dass mir mein Make-up geklaut wird und im Pinsel stecken bleibt. Also, ich benutze jetzt auch kein besonders gutes Make-up. Einfach, dass es meine Haut gut verträgt. Genau. Aber das darf natürlich jeder machen, wie er möchte. Wenn ihr Lust habt, viel Geld für sehr, sehr gutes, teures Make-up auszugeben oder so, ist das natürlich völlig in Ordnung. Ja. Ich habe auch ganz viele Freundinnen, die ihr meistens Ersparte für Make-up und für sowas ausgeben. Und es sieht natürlich dann auch qualitativ anders aus, aber da ich mich jeden Tag eigentlich komplett gleich schminke, ist das auch für mich relativ egal. So, jetzt kommt schon mal ein bisschen Leben ins Gesicht. Ich mache dann immer noch mal so eine zweite Schicht Make-up unter die Augen. So. Und halt vor allem, wenn ihr so noch nicht genau wie ich das richtige Make-up für euer Gesicht, für eure Hautfarbe gefunden habt, dann den Hals nicht vergessen, damit es nicht so komisch aussieht. Also damit der Übergang einfach schöner und natürlicher ist. So, dann mache ich immer weiter mit meinem Augenbrauenstift. Der ist mir tatsächlich leer gegangen. Deswegen kämme ich jetzt die immer nur so durch, weil ich es irgendwie bisher noch nicht eingesehen habe, einen neuen zu kaufen, weil, ganz wichtig, ich habe so eine ältere Lidschattenpalette und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass diese Farbe, ich mache meine Augenbrauen ja immer sehr dunkel, mache ich immer mit dem Augenbrauenstift, zeichne ich dann meine Augenbrauen nach. Aber das ist irgendwie so ein schönes Gefühl immer, wenn die so dunkel werden. Ui, okay, die sind jetzt sehr dunkel. Naja, was soll's. Ich gehe heute, glaube ich, eh nicht raus. Schauen wir mal. Okay, das ist sehr schwierig, sich hier so zu schminken. Also nur, dass ihr wisst, ich habe hier über euch einen Spiegel, wo ich mich ein bisschen über euch, über der Kamera einen Spiegel, ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt. Uiuiuiui. So, das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt, sonst klappt das natürlich alles immer perfekt. Ich sehe mich halt gerade auch null. Okay. Komisch. Komisch sieht's aus. So, ich mache mir jetzt Bronzer drauf. Bronzer. So. Und auch immer ein bisschen zu viel, weil, warum nicht? Wenn man schon mal ein balkiges Gesicht haben kann, muss man das auch ausnutzen. Mache ich immer so einen Fischmund. Ach so, und übrigens, die Farbe hatte ich mir eigentlich mal gekauft. Und dann habe ich gemerkt, dass die viel zu dunkel ist. Und dann dachte ich aber irgendwann so, was soll's. Und jetzt habe ich mich daran gewöhnt, dass ich dann immer so dunkle Balken im Gesicht habe. Also ihr merkt, mir ist das sehr, sehr wichtig, dass ich die richtigen Farben im Gesicht habe und so. Thank you.
Das sollte man vielleicht machen, wenn man nicht so zitterige Hände hat wie ich, weil ich bisher nur Kaffee getrunken habe und noch nichts gegessen. Und dann hat man manchmal zittrige Hände. Ui, das sieht aber unordentlich aus in der Kamera. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir gehen ja auf keine Modenschau heute und besser kriege ich es wahrscheinlich auch nicht hin. Also Respekt an alle Beauty-Blogger und so. Ich finde das echt schwierig. So, jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt. Also ich schminke mich immer so 10 bis 15 Minuten.